Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank dafür. Im Moment ist es ja hier wirklich ein bisschen mau. Es kommt ja nur sonntags immer ein Video online. Die Videos in der Woche habe ich nicht geschafft vorzubereiten. Wie ihr wisst, bin ich aktuell ja noch im Urlaub. Wir sind in Kenia, also meine Familie und ich, und genießen dort die Zeit. Und ich mache so ein bisschen Digital Detox zwangsläufig auf der einen Seite, aber es tut mir auch immer sehr gut, mal nicht so viel Instagram und YouTube zu schauen und so. Ich möchte euch heute mein Travel-Make-up zeigen und zwar nicht einfach nur so, sondern ich schminke mich damit. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich endlich mal so reduziert gepackt, wie ich es noch nie gemacht habe. Ich hatte das schon gezeigt bei meinem letzten Vlog. Ich weiß, dass viele keine Vlogs mögen und deshalb auch nicht einschalten. Ich möchte das euch heute natürlich dann nochmal so auf meinem Gesicht zeigen, weil ich einfach der Meinung bin, dass in einem Urlaub, so wie Kenia jetzt, wo man viel macht, viel unterwegs ist, wir machen eine Safari. Natürlich sind wir da auch abends im Hotel, die meiste Zeit dann und werden dort abends essen und so weiter. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, dass ich mich nur für abends schminke für 2, 3 Stunden, die man dann abends essen geht oder auf der Terrasse sitzt und sich noch was gönnt, also irgendwie noch was trinkt oder so, bevor man das dann wieder abnimmt, sich abschminkt und schlafen geht. Also eigentlich ist es ja. Man muss eigentlich gar nichts mitnehmen zum Schminken, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich mache es ja auch gerne. Und ich möchte mich ein bisschen herrichten abends. Und deswegen zeige ich euch heute, wie wenig ich tatsächlich nur mitnehme. Ich werde mitnehmen, falls ich es brauche, dieses kleine Teil hier. Das sind Concealer von der Marke Make-up Coach. Das ist so leicht und so, ja, klein. Das kann man problemlos einstecken, falls ich mal ein Pickelchen, eine Rötung oder irgendwas abdecken möchte. Heute benutze ich das nicht, aber wie gesagt, das nimmt so gut wie keinen Platz weg in meinem kleinen, wirklich kleinen Beutelchen hier. Da ist echt auch nicht viel Platz drin. Dazu passend nehme ich mit einen Concealer-Pinsel, damit ich das halt eben auch gezielt auftragen kann. Entweder hier so ein bisschen unterm Auge oder halt die entsprechenden Stellen. Dann nehme ich mit eine Mischung. Und zwar von meinem Zauberpuder, gemischt mit dem Simsalabim. Das hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Das sind zwei verschiedene Puder von Make-up Coach. Das eine ist ein Fixierpuder, das Simsalabim. Und sorgt dafür, dass er über den Tag bzw. über den Abend dann nicht so schnell nachglänzt. Und das ist im Grunde genommen auch schon das Erste, was ich jetzt auftragen werde. Das Puder. Pur. Weil ich glaube, auch meine Haut braucht jetzt keine große Abdeckkraft, keine Foundation, noch nicht mal eine CC-Cream werde ich mitnehmen, sondern wirklich nur das Puder. Und da tupfe ich hier rein, klopfe gut ab und dann werde ich mir das hier auf der Stirn auftragen und über die Nase gehen, also an den Stellen, wo ich schnell nachglänze, über Kinn und natürlich auch ein kleines bisschen über die Wangen. Das macht das Ganze nämlich so ein bisschen weich gezeichneter und alle Produkte, die danach kommen, gleiten auch viel besser dann über die Haut und sind dann nicht mehr so ausgebremst von der Creme, von dem Sonnenschutz, den ich trage. Ich werde abends keinen Sonnenschutz mehr tragen. Ich glaube, 5, 6 oder so geht da die Sonne unter, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Das heißt, tagsüber habe ich sowieso immer dicken Sonnenschutz drauf und abends dann nach der Dusche, wenn es Richtung Abendessen geht, dann ist die Sonne untergegangen, dann brauche ich keinen Sonnenschutz mehr. Da werde ich meine Haut ganz normal pflegen mit einem Serum, mit einer Creme und dann eben einfach nur das Puder drüber geben. Einfacher geht es nicht. Was ich immer mache, sind meine Augenbrauen. Die werde ich betonen mit einem Augenbrauenstift von NYX. Das ist so einer zum Rausdrehen. Damit werde ich auch nicht viel machen, aber ich brauche das immer für den Gesamteindruck. Das sieht einfach besser aus, wenn ich mir meine Augenbrauen so ein bisschen nachzeichne, wenigstens. Ein bisschen auffülle, hier vorne im vorderen Bereich so ein paar Härchen nachzeichne. Es wird also quasi ein kleines No-Make-up-Make-up, wenn ihr so wollt. Das kann man sich auch gut ja, nochmal angucken, wenn man so gut wie gar nicht geschminkt sein möchte, einfach nur so ein bisschen was machen will. Das hier sind echt so die besten Produkte, die ich mitnehmen kann, um das zu erzielen. Und wo es halt eben auch abends schnell geht. Ich will mich ja abends da nicht ganz so lange aufhalten, eigentlich mit dem Schminken. Dann habe ich auf jeden Fall dabei eine kleine Lidschattenpalette. Die hatte ich euch im Vlog noch nicht gezeigt. Die habe ich mir jetzt auch erst spontan zusammengestellt. Das ist so eine magnetische Palette von MAC. Die hatte ich noch im Schrank. Und ganz, ganz viele einzelne Lidschatten von MAC habe ich ebenfalls im Schrank. Und ich habe jetzt hier eine kleine Zusammenstellung gemacht. Das ist All That Glitters. Das ist so ein, ja, ganz berühmter Ton von MAC eigentlich auch. Das ist so ein schimmriger, heller Champagnerton. Dann haben wir hier Handwritten, ein Braun, aber ein Mauve-Aubergine-Braun-Gemisch. Also das ist schon sehr matt und sehr ins Lila gehende, dieses Braun hier. Dann habe ich hier den Ton Blackberry heißt der.
Blackberry ist das hier. Den werde ich mir jetzt auch auftragen. Und zwar habe ich da einfach so einen kleinen Lidschattenpinsel mitgenommen und ich habe mir vorgenommen, immer nur, ja, eine Farbe davon aufzutragen. Einfach nur so einen Mono-Lidschatten-Look damit zu machen. Aber ich kann sie natürlich auch schön miteinander kombinieren. Kann ich natürlich jetzt noch ausblenden, denn ich nehme auch einen kleinen Blendepinsel mit, damit es nicht so hart wirkt. Dann kann ich so ein bisschen ausblenden und mir natürlich die gleiche Farbe auch am unteren Wimpernkranz auftragen. Und ich kann noch mal in den dunkleren Ton hier reingehen, in Handwritten und damit so ein bisschen am Wimpernkranz entlang fahren, um das noch mal zu betonen. Oder halt eben mit dem Blendepinsel noch mal außen hier betonen, wenn ich das stärker haben will. Oder mit All That Glitters noch mal drüber gehen und hier so tupfen. Dann habe ich hier noch mal so einen kleinen Glanzeffekt drauf. Zack. Bums. Mehr muss es nicht sein. Oder ich nehme nur die Farbe Espresso, das ist ein schönes Braun, nur zum Ausblenden oder auch als Mono-Lidschatten aufgetragen auf mein gesamtes Augenlid. Wie auch immer, damit habe ich zumindest die Möglichkeit, wenn wir im Hotel sind und ich möchte abends was schminken, ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen weniger zu machen. Das ist auch leicht, sind nur vier Farben drin, werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Etwas, was nicht fehlen darf, ist ein Bronzer und ein Blush. Dann nehme ich hier dieses süße kleine Päckchen mit von Benefit. Da ist der Hoola Bronzer drin und zwar in der normalen Farbe und der Blush Shelly. Und dafür nehme ich einen etwas dickeren Pinsel mit, um mir den Bronzer aufzutragen. Das macht schon immer viel aus, finde ich. So ein bisschen Bronzer im Gesicht, gibt dem Gesicht so ein bisschen Form zurück und Wärme zurück. Und dann nehme ich noch einen Pinsel mit für den Blush Shelly. Und der Shelly Blush hat direkt schon so ein bisschen so ein Highlighter mit drin. Das heißt, der schimmert schön. Glänzt schön, das ist ja das, was man vielleicht auch so ein bisschen haben will dann im Urlaub, dass man so ein bisschen, ne, gesunde Frische im Gesicht hat. Ja, und das ist auch noch ein Päckchen, was ich mitnehmen werde. Ansonsten habe ich noch vor, den NYX Epic Smoke Liner mitzunehmen. Das ist so ein angeschrägter Kajalstift, ein bisschen dicker vorne, den mag ich sehr. Den gebe ich mir auch immer gerne auf die Wasserlinie. Kann ich auch weglassen natürlich. Oder auch oben am Wimpernkranz entlang oder unten am Wimpernkranz. Auch solo getragen, ganz toll. Der hat hier hinten nochmal so einen kleinen Kabuki-Pinsel dran, mit dem man das Ganze noch verwischen kann. Also nochmal quasi zusätzlichen Pinsel dabei. Der kommt auf jeden Fall mit, wenn ich mal ganz faul bin und wirklich nur diesen Stift verwenden will und gar keinen Lidschatten auftragen möchte. Der darf nicht fehlen. Und was auch nicht fehlen darf, ist natürlich eine Mascara. Da packe ich ein die They Are Real Magnet Mascara von Benefit. Da habe ich lange mit mir gekämpft und hatte wirklich überlegt, was nehme ich an Mascara mit. Es gibt so viele gute Wimperntuschen, finde ich, auch aus der Drogerie, die bei mir ganz gut funktionieren. Und ich habe hin und her überlegt und habe gedacht, Mensch, nimm eine mit, die dir besonders gut gefällt, die nicht abstippst, wo du wenig Probleme mit hast, wo du einfach nur ein, zwei Schichten aufträgst und die dann auch sofort das macht, was du möchtest. Ich habe so die letzten Wochen immer mal wieder beim Schminken mich so gefragt, ist das die Mascara, die du mitnimmst? Ich hatte die von Uncorrupted in der Hand. Ich hatte mehrere von L'Oréal Paris in der Hand. Dann hatte ich von Maybelline mehrere in der Hand, die ich überlegt hatte. Aber im Endeffekt ist eine meiner liebsten Mascaras, und ich hatte noch eine im Schrank, eine ganz neue, ist die They Are Real Magnet von Benefit. Sie ist es, sie bleibt es. Ich komme mit ihr gut klar. Also warum soll ich sie nicht mitnehmen? Deswegen habe ich mich für sie entschieden und die kommt auf jeden Fall in meine Reise-Make-up-Tasche. Und für die Lippen auf jeden Fall Lip Liner. Ich habe hier zwei von Catrice neu gekauft und die werde ich einstecken. Das ist einmal die 040 und einmal die 060. Die 060 ist ein bisschen rosaner, die 040 ist so ein Braunton. Trage ich mir jetzt einfach mal auf. Ihr seht, ist noch ganz neu, ganz spitz vorne. Damit übermale ich sehr gerne meinen Lippenrand, fülle aber auch die Lippen ganz gerne damit aus. Das geht auch schnell und unkompliziert. Vor allen Dingen hält das gut auf den Lippen, auch wenn man dann essen geht, dann ist in der Mitte so ein bisschen was weg. Aber ich finde Lip Liner immer super praktisch, weil die sind leicht, nehmen nicht viel Platz weg und sie erfüllen ihren Zweck und sehen toll aus auf der Lippe. Natürlich nehme ich einen Pflegestift mit, abends, wenn ich schlafen gehe, da habe ich von NYX den Reftimiel als Stiftform jetzt einfach mal ausgesucht, den packe ich mit ein. Und ich nehme einen Dior Lip Maximizer mit, das ist so ein durchsichtiger, hier habe ich die Farbe Rosé, glaube ich, der ist auch schon gut gebraucht. Den kann man schön in die Mitte geben, um die Lippen zum Glänzen zu bringen, über einem Lip Liner. Das macht immer so ein
besonderen, schönen Glanz auf die Lippen. Den packe ich auch auf jeden Fall mit ein. Und natürlich einen Lippenstift. Hier habe ich mich für die 276 entschieden von den Lancôme Lipsticks. Kennt ihr? Wenn es mal etwas mehr sein darf. Ist ein schöner Nude-Ton mit so einem, ja, angenehmen Braun-Rot-Stich. Wie gesagt, 276, eine meiner Lieblingsfarben. Kommt dem, was ich jetzt auf den Lippen habe, recht nah, aber der ist matt. Da würde ich auch keinen Gloss drüber geben. Der hält auch extrem lang und ich liebe den einfach. Der muss deshalb mit. Ich habe vor, jetzt noch in die Drogerie zu gehen und vielleicht noch eine weitere Lippenstiftfarbe mitzunehmen. Weil ich glaube, mit Lippenstiftfarbe macht man schon viel, wenn man auch nicht viel auf den Augen trägt oder nur Wimperntusche aufträgt. Bisschen Puder, bisschen Bronzer, Wimperntusche, Augenbrauen gemacht und dann eine Farbe auf die Lippen. Ich glaube, das reicht schon. Und was ich immer einpacke, weil ich ja, es immer brauche eigentlich, ist eine kleine Schere und eine Pinzette. Hier habe ich eine von Tweezerman, eine kleine, sehr, sehr präzise Pinzette. Ich finde, die von Tweezerman sind die besten Pinzetten. Die kommen auch beide mit in meine Make-up-Bag. Und das war's. Mehr nehme ich nicht mit. Ich habe oftmals das Bedürfnis, wenn das im Koffer ist, also mein Täschchen hier gefüllt im Koffer, dass ich dann so eine Art Notfallpäckchen noch einpacke. Also es kann gut sein, dass ich in mein Handgepäck auch noch mal so eine etwas kleinere Tasche reinpacke, wo dann noch mal ein Augenbrauenstift drin ist, weil ohne den kann ich nicht leben, damit fühle ich mich sonst unwohl, wo noch mal eine zweite Mascara drin ist. Da werde ich so eine Mini-Mascara von Benefit mitnehmen. Ich habe noch eine They Are Real und eine Bad Girl Bang. Eine von den beiden wird es wahrscheinlich werden, weil dann kann ich mir zumindest die Wimpern tuschen und noch mal einen Lippenstift einpacken und vielleicht auch noch mal einen Bronzer. Vielleicht dieses Hollywood-Duo von Catrice. Wisst ihr, wo der Bronzer und der Highlighter drin ist? Dieses ist auch leicht, ist so ein mini klein und leicht. Das sind so vier Produkte, die ich wahrscheinlich noch mal extra packe, weil ich immer Angst habe, wenn der Koffer verloren geht, dann hast du gar nichts. Dann fühlst du dich nicht wohl und so. Ne? So ein bisschen was braucht man vielleicht. Das kann man vielleicht auch dort nicht so schnell nachkaufen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich war noch nie in Kenia und noch nie dort. Deswegen kann ich das nicht so richtig einschätzen. Das mache ich ganz gerne. Aber das ist im Grunde genommen jetzt meine Travel Bag, die ich mitnehmen werde. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind ja auch 3 Tage auf Safari dort und da werde ich wahrscheinlich nichts davon mitnehmen. Wahrscheinlich nur ein bisschen Lippenpflege, beziehungsweise ihr diesen Dior Lip Maximizer auf die Lippen geben, weil da läuft man wahrscheinlich den ganzen Tag sowieso so rum. Wofür soll ich dann meine Augen schminken, bitte? Sind wir uns einig, oder? Also, Brille, das ist übrigens eine Ray-Ban und zwar die Jackie O 2, falls ihr euch das gefragt habt. Die Produkte können natürlich immer variieren, aber diesmal bin ich wirklich fertig mit Travel Bag packen und ich dachte, es interessiert euch. Ich nehme selbstverständlich auch Pflege mit. Ich habe so ein bisschen Pflege jetzt noch gekauft bei Rossmann von Alterra. Da habe ich so ein Peeling gekauft mit Aloe Vera, war das, glaube ich. Und noch ein Serum, ein Q10-Serum habe ich mitgenommen, Hyaluronserum habe ich mitgenommen, eine Creme in so einer Tube, so eine kleine, weil ich dachte, das nimmt auch wenig Platz weg. Und diese Pflege brauche ich ja wirklich nur abends. Die trage ich dann nur abends zum Schlafen auf, weil tagsüber halt immer Sonnenschutz auf meinem Gesicht ist. Habe ich gedacht, könnte ich mal was Neues ausprobieren und austesten und euch das dann wissen lassen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin und sagen, das war gut, das war nicht so gut. Ihr kennt mich. Diese Mini-Pinsel packe ich ein. Alles, was ich jetzt hier aufgetragen habe, packe ich ein. Und ihr seht, es passt alles wunderbar in meine kleine Tasche. Die habe ich mal irgendwann bei Amazon bestellt im Doppelpack. Da ist eine beige noch dabei gewesen. Und die beige Tasche, da kommt meistens was anderes rein. Fertig. Mehr brauche ich nicht für diesen Urlaub und wahrscheinlich auch für die nächsten Urlaube nicht. Also, ich weiß, dass euch das immer interessiert, auch als Inspiration vielleicht für euren Urlaub. Was nimmt man so mit? Ich habe immer viel zu viel mitgenommen, meistens noch eine große Lidschattenpalette. Ich hatte auch vor, eine große Palette von LH Cosmetics mitzunehmen. Da waren mehrere Blushfarben drin, 2 Bronzertöne, 4 Highlightertöne. Braucht kein Mensch im Urlaub, ganz ehrlich. Das macht man vielleicht die ersten 2 Abende und dann wird man gemütlich. Dann wird man faul, dann kommt man in den Chill-Modus und dann denkt man sich, ach nee, heute Abend schminken, ja, aber nur ein bisschen. Das reicht ja auch. Und zum Abschminken nehme ich auch gar nichts Großartiges mit. Ich packe nur einen Make-up-Radierer ein. Das ist dieses Tuch von Celina Blush. Gibt es auch bei Amazon, kann man dort bestellen. Das macht man feucht oder nass, bekommt damit das komplette Make-up runter. Das geht voll easy und gerade Wimperntusche, auch die nicht wasserfest ist, geht damit ganz leicht ab. Damit schminke ich mich ab. Ich wasche das dann aus, entweder mit Shampoo oder mit Seife. Hänge das auf im Urlaub, dann kann das trocknen und das geht 2 Wochen voll klar. Habe ich schon ganz oft mitgenommen. Da muss man nicht groß Abschminkzeug mitschleppen. Das ist ganz schön.
Und ja, das war's. Ach so, Schmuck habt ihr bestimmt gesehen. Ich war noch mal bei Rossmann, wie gesagt, als ich die Alterra Pflegeprodukte gekauft habe und habe mir zwei Ringe gekauft, wirklich sehr, sehr günstig bei Rossmann, weil ich ein Meister bin in Schmuck verlegen, verlieren. Nehme ich auch nur ein Set mit. Also ich werde wahrscheinlich Ohrringe von meinem Punkt umtun. Welche weiß ich noch nicht, aber die lasse ich dann auch dran. Die packe ich gar nicht ab. Damit schlafe ich dann auch. Dann werde ich mir wahrscheinlich eine Kette umgeben von meinem Punkt, eine, die ich besonders gerne mag. Muss ich mal gucken, ob ich überhaupt eine Kette mitnehme, aber ich denke schon. Und ein Armband oder so. Aber das sind dann Sachen, die ich auch oft anlasse, damit ich die gar nicht erst ablegen und irgendwo vergessen kann. Was ich aber gerne verlege, sind Ringe. Die mache ich dann ab, zum Händewaschen beispielsweise, lege die irgendwo hin und dann liegen die da irgendwo am Waschbecken, auch wenn es eine öffentliche Toilette ist. Und ich vergesse die. Das ist blöd. Oder ja, ich möchte einfach keinen hochwertigen Ring verlieren, vergessen. Deswegen habe ich mir diese beiden hier gekauft. Den hier finde ich besonders toll. Wie gesagt, bei Rossmann, ich habe jetzt die Größe L, glaube ich, genommen. Der ist halt einfach schön und auffällig. Ein großer Hingucker. Sieht doch hübsch aus. Und diesen hier, das ist so ein, ja, sind so ganz viele Ringe eigentlich. Wenn man den so abmacht, dann sieht man das. Fling. Und ich glaube, für 5,99 und 6,99, der ist auch ein bisschen groß, kann man nicht viel falsch machen. Und dafür hab ich aber was an den Fingern. Ich mag es gerne, Ringe zu tragen. Ich finde den hier, wie gesagt, besonders schön. Es ist dann aber auch nicht so schlimm, wenn ich den jetzt in der Flughafentoilette liegen lasse und der ist weg. Ja, mein Gott. Der wird wahrscheinlich eh nach dem Urlaub abgeranzt sein, abgegriffelt sein und nicht mehr schön aussehen. Dann ist es aber nicht so schlimm, wenn ich den wegtun muss. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also da guten Schmuck nehme ich schon lange nicht mehr mit in den Urlaub, aber jetzt habe ich halt total reduziert sozusagen. Haarbänder packe ich noch eine Menge ein. Und ansonsten war's das. Mehr nehme ich nicht mit. Wie gesagt, nach einem Lippenstift wollte ich noch gucken in der Drogerie, ob ich eine schöne Farbe noch finde, die mir zusagt. Vielleicht auch ein matter, einer, der länger hält, aber nicht so was Flüssiges, sondern richtig so ein Lippenstift. Wollte ich mal nachgucken. Das werdet ihr dann nach meinem Urlaub erfahren. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, denn hier wird dann nach meinem Urlaub wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich zu 98% auch ein Kenia-Vlog online gehen mit allen Eindrücken, die ich dort sammeln konnte. Das interessiert ja viele von euch, habt ihr mir ja zum Teil schon geschrieben. Dann mache ich das natürlich auch sehr gerne. Da freue ich mich auch schon darauf, dass wird wahrscheinlich nächsten Sonntag dann der Fall sein, wenn ich es geschafft habe, bis dahin alles zusammenzuschneiden. Aber ich denke schon. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Und danach geht dann auch hier wieder zwei Videos die Woche. Ganz normal geht es dann weiter. Dann habe ich auch wieder Zeit zu drehen, auch zwischendurch mal eine Kleinigkeit zu drehen oder was zu testen. Schreibt mir so lange gerne in die Kommentare, was euch interessiert an Videos, welche Produkte ich vielleicht mal testen soll oder was ihr mehr sehen wollt. Mehr Mode vielleicht, mehr Full Face, mehr Drogerie, mehr einzelne Foundation-Tests oder was auch immer euch interessiert. Schreibt einfach, was ihr sehen wollt von mir. Ich versuche es umzusetzen, wenn ich wieder da bin. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, eine schöne Sommerzeit, viel Gesundheit, passt auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.